Moin Moin Leute, in diesem Video heute werden wir mal was komplett anderes machen, was wir eigentlich noch gar nicht gemacht haben. Wir werden heute mal ein ganz bestimmtes Item für einen ganz bestimmten Zweck highlighten. Und zwar ist das Balefire Opal Scepter. Das kann mega stark sein und vor allem in der Hall of Grandmaster. Damit haben wir uns gestern vor allem mit beschäftigt. Weil, ich weiß nicht, diejenigen, die Hall of Grandmaster schon mal gemacht haben, werden wissen, dass es Mobs gibt, die eigentlich, ich nenne es jetzt mal, unsterblich sind. Ne? Das ist Fakt. Für die meisten Otto-Normal-Builds. Wir werden mal schauen, ob wir jetzt so einen Encounter, das kann natürlich sein, dass wir gerade jetzt halt nicht so einen Typ sehen. So, wir werden mal schauen. Unser Bild ist relativ gut daran, das Teil hier zu clearen. Wir haben auch schon ein Bildguide hochgeladen. Wer interessiert, habe ich in der Beschreibung dann verlinkt. Ansonsten werden wir hier mal, wer House of Grandmas nicht kennt, im Endeffekt sind das hier PvP-Spieler, die damals ein Supporter-Pack gekauft haben und die dann ihren Char in der Hall of Grandmaster verewigen durften. Die ersten sind hier immer relativ einfach, die sind vom Level auch relativ low. Später kommen dann am Ende von jedem Wing, und es gibt insgesamt 4 Wings, kommen dann die bösen, bösen Buben. Erstellen wir mal ein Portal. So, bisher keine Probleme. So, haben wir den ersten Wing clear. Wie gesagt, die meisten Builds, die moderaten Damage haben, sag ich mal, und ein bisschen was aushalten können heutzutage, das Teil hier schaffen. Ich kenne Molten Strike Builds, mit denen ich es gemacht habe. Mit Blade Vortex habe ich schon mal gemacht. Mit dem Necromancer geht es auch. Es geht ja eigentlich heutzutage mit einigen Builds. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber viele werden den Clear-Erfolg trotzdem nicht bekommen, wegen einer ganz bestimmten Art von Mob. Und mit dem werden wir uns dann gleich beschäftigen. Und da hilft uns dann die Balefire-Waffe, die wir eben gezeigt haben. Und ich denke mal, mit dem Trick ist es den meisten Builds deutlich einfacher, die gesamte Hall zu clearen. Weil es gibt halt nicht nur einen Exile, sag ich mal, der auf die Art quasi gebaut ist, sondern es gibt einige. Das sind im Endeffekt dann die, die auf Max Block gehen, die Energy Shield Recharge on Block haben und dann sowohl Attack Block als auch Spell Block haben. Das heißt, wir kriegen sie eigentlich, voilà, wir kriegen sie eigentlich nicht tot, weil immer wenn wir angreifen, regen sie mehr gegen, als wir an Schaden machen. Weil die meisten Builds ja darauf ausgelegt sind, oft zu hitten, hat man halt keine Chance. So, wir haben vergessen, das Portal zu stellen, ist aber nicht schlimm. Auf jeden Fall, die Hall of Grandma ist natürlich mega interessant. Ist natürlich nicht die favorisierte Map von vielen. Im HC würde ich es auch eigentlich nie empfehlen. Also man hat einen richtig guten Char dafür, der halt wirklich darauf ausgelegt ist. So, Portal immer mal stellen zur Sicherheit. Mal schauen, das war glaube ich einfach nur gerade einer, der uns relativ gut reingehauen hat. Tast uns ein bisschen ran, dass wir nicht... Ach, er ist sogar gestorben, als wir gestorben sind. Okay, sehr gut. So, am Ende von jedem Wing, jeder von den 4 Wings, hat am Ende eine Truhe. Die Truhe kann im Endeffekt genauso sein wie andere Strongboxen. Es gibt eine mit Sacrifices oder mit Fragmenten, die wir gerade hatten. Es gibt eine mit Maps, was relativ cool ist. Da bekommt ihr relativ einfach viele T16 Maps. Es gibt welche mit Currency. Hier kann auch eine relativ coole Karte droppen, und zwar The Immortal, meine ich. Das ist die Karte, mit denen ihr dann die Karte bekommt, The House of Mirror, für den Mirror of Calandra. Das ist quasi die Nurse-Variante, wie beim Doktor, für den Mirror of Calandra. Deswegen kann es sich lohnen, die Map sogar zu farmen, wenn man den Nerv dazu hat. Kostet halt nichts, weil viele die einfach nicht laufen, weil sie entweder nicht können oder wie gesagt den Trick mit Balefire nicht kennen. Den wir uns gleich mal anschauen. Hoffentlich. Es kann natürlich auch sein, dass wir gerade eine Kombination aus Mobs erwischt haben, wo wir es gar nicht brauchen. Wie gesagt, es ist random, welche wir hier drin haben.
Wir haben gerade echt einfache, okay. Wir haben die Map gerade für, ich glaube, 17 Schüssel gekauft. Umgerechnet so um die 5Ks. Sobald ihr einmal The Immortal droppt, ich weiß nicht, wie selten die Karte ist. Klar, für den, das, was ihr macht, wird so einiges an Seltenheit haben. Aber wenn ihr einmal so eine Karte droppt, habt ihr natürlich, keine Ahnung, die nächsten 100 oder 1000 Runs habt ihr wieder drin. Manchmal ein bisschen zurückgehen. Wir haben ein Portal wieder. Was wir in dem Run jetzt natürlich nicht so einen Mob finden, den ich euch eigentlich zeigen wollte, der eigentlich immer drin ist. Und doch, da ist einer. So, den Mob. Wir greifen an. Okay, ein bisschen geht's runter. Kriegen wir den so? Okay, aber so bekommen. Schade. Wenn man mal so einen haben will, dann findet man natürlich keinen. Ansonsten werden wir gleich noch eine Halle auf Grandmaster machen und ich werde es bis zu dem Punkt schneiden. Oh, wir haben einen. Okay. Haben wir schon gesagt. So, wir clearen jetzt mal die Mobs, die wir clearen können. Und dann werden wir sehen. Obwohl, das ist nicht der Starke. Dann könnte sein, dass wir den so kriegen. Holy fucking shit. Alter, das ist ein Video wert. Okay. Da ist The Immortal gedroppt. Okay, jetzt haben wir hier so einen Char. So, ihr habt jetzt alles geklärt, bis auf einen Mob. Wenn ihr merkt, wenn ihr nicht angreift, macht er nicht mal was. Er ist nur auf Blocken ausgelegt. Das heißt, sobald wir angreifen, bekommen wir Schaden. Dann bekommen wir Schaden. Und ihr seht, das Energy Shield direkt deutlich besser hoch, als wir ihn damagen können. Und jetzt, der Trick ist so einfach. Wir haben in unserer Zweitwaffe Balefire. Das heißt, die Waffe gibt uns Scorching Ray. Und wir sockeln einfach ein paar Sachen rein, die Scorching Ray supporten. Rift Application, Controlled Destruction, Awakened Fire Penetration. Und jetzt machen wir einfach, also um es mal zu erklären, Scorching Ray hittet nicht. Scorching Ray ist ein Firebeam, der quasi wie ein Dot ist. Um es ganz grob zu erklären, was Scorching Ray macht, weil das Video geht nicht darum, was Scorching Ray macht. Aber da wir nicht hitten, können wir solche Mobs ganz einfach downburnen. Weil diese Viecher funktionieren mit Block. Wenn sie blocken, drecken sie. Wie blöde. Und es gibt welche, der war, ging. Es gibt welche von Demi, wem das was sagt, die sind unsterblich. Mit normalen Builds. Scorching Ray kann die alle downburnen. Alle Max Blockchars können so getötet werden mit Scorching Ray. Da das auch eine relativ lange Reichweite hat, seid ihr sogar relativ safe. Und ich habe es in meiner Zweitwaffe halt drin, kann jederzeit switchen, wenn so ein Vieh kommt, switche ich, Scorching Ray, switche ich zurück, mach weiter. Ist kein Problem. Und wir haben gerade sogar noch die Truhe erwischt, wo wir halt relativ viele Maps drauf haben, wie ich gerade gemeint habe. Kann manchmal nicht schaden. So, und wie gesagt, wenn es auch interessiert, mit was für ein Bild wir das gemacht haben, wie gesagt, einen Tod hatten wir, war unnötig, hätten wir nicht haben müssen. Der kann gerne mal in den verlinkten Guide schauen. Ist ein Mega-Bild, macht mega Bock. Wer Paul's Pen mag, auf jeden Fall mal reinschauen. Und ansonsten hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Es war ganz cool, dass wir jetzt sogar halt noch The Immortal gedroppt haben. Können wir schauen, was die wert ist. Ich denke mal, 3x bekommt man noch für. Sollte drin sein. Oh ja. Ist nicht schlecht. Wie gesagt, die Map kostet 5 Chaos, bekommt ihr wirklich massenweise, wenn ihr die bisschen in der Active Live Search habt. Kein Problem. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Mal so einen kleinen Trick, dass ihr vielleicht auch mal euch in die Hall of Grandmaster wagt. Immer ohne XP rein. Man stirbt immer mal. Das ist halt so. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne fragen, wenn ihr den Clearpunkt haben wollt, könnt ihr natürlich gerne mal im Stream vorbeischauen und einfach mal Bescheid sagen, dann laufen wir die mal zusammen. In den meisten Fällen bekomme ich die eigentlich clear mit dem Bild. So, hoffe, hat euch gefallen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei und ich hoffe, wir sehen uns auch mal im Stream. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis dahin, euer Georgi. Tschüss.